Wir zeigen euch heute den Aufbau der Weber Profi-Serie P4000G, einer 2-Säulen-Hebebühne. Legen Sie zuerst die Grundrahmenelemente mit der Auflagefläche nach unten auf den Werkstattboden. Verschrauben Sie nun die beiden Elemente miteinander. Drehen Sie den verschraubten Grundrahmen so um, dass die Auflagefläche der Hubsäulen nach oben zeigt. Heben Sie im Anschluss die Hubsäulen aus dem Transportrahmen und richten Sie diese auf dem Grundrahmen aus. Nach dem exakten Ausrichten der Säulen werden diese an dem Grundrahmen befestigt. Die Bohrungen für die Schwerlastanker können direkt durch die Bohrungen des Grundrahmens erfolgen. Für die Montage der Sicherheitsrasten führen Sie die Elektromagneten durch die Bohrungen oben und unten in der Folgesäule und verschrauben diese. Stecken Sie dann die Sicherheitsrasten auf die Kolben der Elektromagneten. Die Schraubhalterungen werden von innen eingesetzt und von hinten mit den Kreuzschlitzschrauben verschraubt. Überprüfen Sie alle Sicherheitsrasten auf Leichtgängigkeit. Die Ausgleichsseile werden für den Transport in die Säulen gesteckt. Sie sind bereits jeweils an einer Säule montiert und müssen nur noch an die jeweils andere Säule angeschlossen werden. Heben Sie für die Montage der Ausgleichsseile beide Hubtische auf eine Höhe an. Die Gleichlaufseile sind nach dem Schema in der Bedienungsanleitung zu verlegen. Lösen Sie die Muttern und die Unterlegscheibe von der losen Gewindestange des Ausgleichsseiles und legen Sie beides in der Nähe ab. Nun führen Sie das Ausgleichsseil unten durch die Säule nach oben. Die Gewindestange muss durch das jeweils gegenüberliegende hintere Loch der jeweils montierten Seite durchgeführt und verschraubt werden. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite und verschrauben Sie auch dort das Ausgleichsseil. Überprüfen Sie auch die Verschraubung an den vormontierten Ausgleichsseilen und ziehen Sie diese bei Bedarf fest. Jetzt können die Ausgleichsseile mit der Mutter in jeder der beiden Hubsäulen gleichmäßig gespannt werden. Nur so ist ein einwandfreier Gleichlauf gewährleistet. Die Gleichlaufseile sollten nicht zu straff gespannt werden, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Nach dem Spannen muss die jeweilige Mutter gekontert werden. Verlegen Sie nun das zweiadrige Kabel von der Steuersäule zu der Folgesäule. Führen Sie das Kabel durch den Kabelkanal der Folgesäule bis zu den Elektromagneten. Ein einzelnes Kabel liegt dem Kleinteil des Set bei. Dieses Kabel dient dazu, die beiden Elektromagneten miteinander zu verbinden. Führen Sie das Kabel vom oberen Elektromagneten durch den Kabelkanal bis zum unteren Elektromagneten. Verbinden Sie nun die Steckkontakte. Am besten benutzen Sie Isolierband oder Quetschverbänder. Sichern Sie die Kabel mit einem Kabelbinder einmal um das Gehäuse des Elektromagneten. Nun können die Abdeckungen für die Sicherheitsrasten montiert werden. Legen Sie den Hydraulikschlauch durch den Grundrahmen.
verbinden Sie im Anschluss die beiden Hydraulikzylinder mit der Hydraulikleitung. Die Anschlüsse müssen mit dem Winkel nach unten zeigen. Fixieren Sie das Kabel der Elektromagneten mit einem Kabelbinder im Hydraulikschlauch. Setzen Sie nun die Tragarme ein, die kurzen Tragarme nach vorne und die langen Tragarme nach hinten in Auffahrtrichtung. Im Anschluss sichern Sie die Bolzen mit den Sicherheitsringen. Nun können die Tragteller eingesetzt werden. Nach der Montage der Ausgleichsseile montieren Sie bitte den Schutz seitlich an der Umlenkrolle, durch die Sie die Ausgleichsseile geführt haben. Zur Montage der Abdeckungsbänder lassen Sie diese von oben durch den Hubtisch gleiten. Verschrauben Sie die Abdeckbänder am Säulenfuß. Oben wird das Abdeckband ebenfalls mit der Säule verschraubt. Nun können Sie das Überfahrblech auf den Grundrahmen legen und mit den 6 Senkkopfschrauben montieren. Danach sind Sie mit dem Aufbau der Hebebühne fertig.